Erklärung des Gebet des Herrn. Matthäus 6,9-13. So nun sollt ihr beten: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Vers 9. Vater unser. Das Gebet des Herrn, so heißen, weil es aus Herzen und Mund des Gottessohnes selbst hervorgegangen ist. Die Kirchenväter haben ihm eine heilige Weihe und die Kraft eines Sakramentales zugeschrieben. Inhaltlich sind im Vater unser alle Wahrheiten des Evangeliums, alle Bedürfnisse des Menschen zusammengefasst, so dass es seit alters Breviarium Evangelii, Zusammenfassung des Evangeliums, genannt wird. Das Vater unser besteht aus der Anrede Vater unser und 7 Bitten. Die ersten 3 Bitten haben die Verherrlichung Gottes, die zugleich unsere Beseligung ist, zum Inhalt. Die letzten 4 Bitten haben die leiblichen und seelischen Bedürfnisse des Menschen zum Gegenstand. Den Wortlaut des Vaterunsers versteht jedes Kind, wie andererseits die größten Geister und Beter ihre Seelennahrung daraus geschöpft haben. Nun kurz zu den einzelnen Bitten. Erstens. Vater unser im Himmel, mit dieser Anrede werden wir in die Gegenwart Gottes versetzt. Er wohnt und thront als allmächtiger Schöpfer und Herr im weiten Wolken- und Sternenhimmel. Unser Vater erfüllt die noch höheren und breiteren Räume des unsichtbaren Gotteshimmels, wo die Engel und Heiligen in seliger Gottesgemeinschaft mit ihm leben, wohin auch unser Lebensziel geht. Zu diesem großen Gott darf ich Vater sagen, der mich liebt, der sich in Güte zu seinen betenden Kindern herabneigt, der das leise Winseln meines bittenden Herzens hört. Unser Vater ist er, also auch der meiner Brüder und Schwestern in Christus, für die und mit denen ich in geistiger Gemeinschaft lebe und bete. Es tritt also die ganze Gottesfamilie auf den Plan, wenn ich rufe, Vater unser im Himmel. Zweitens. Geheiligt werde dein Name. Dies ist zunächst ein kurzer Lobpreis Gottes. Geheiligt, geehrt, gepriesen sei, o Himmel, Vater, dein Name, dein göttliches, dreieiniges Wesen, in Gemeinschaft mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist. Dann, geheiligt, heilig gehalten, in Ehrfurcht angenommen und befolgt, werde von uns alles, was von dir, o Vater, kommt und zu dir führt. Drittens, dein Reich komme. Das Reich der Erlösung, das Reich deiner Gnade, deines Lichtes komme täglich neu und wirksamer zu uns, in unser Herz, in unser ganzes seelisches und leibliches Wesen und Leben, Wollen und Wirken. Dann komme das Reich deines Sohnes, sein Evangelium, seine Wahrheit, seine Sakramente, seine Kirche zu allen Völkern und Ländern, damit recht bald eine Herde und ein Hirte werde. Am Ende komme das Reich deiner himmlischen Herrlichkeit zu uns und wir in dasselbe. Viertens, dein Wille geschehe. Wie es sich uns kundtut im Evangelium, in deinen Geboten und in der Lehre der Kirche, dieser dein heiliger und liebender Wille, der ja nur unser Bestes möchte, werde von uns auf Erden mit derselben Liebe und Treue erfüllt, wie es die Engel im Himmel tun. Aber auch wenn dein Wille, deine Vorsehung mich auf leidvollem Wege führt,
oder von verbotenen Seitenwegen zurückhält, dann sei auch da mein ergebenes Stoßgebet. Quält dich meine himmlische Sehnen, unverstandenes Wehen. Sprich zu ihm mit Tränen, Herr, dein Wille geschehe. Fünftens. Unser tägliches Brot gib uns heute, für Leib und Seele. Gib uns also, Vater, die nötige Nahrung und Kleidung, genügend Wohnung und Arbeit für uns, für meine Familie, für unser Volk und Vaterland. Gib uns für heute. Wir wollen keine ängstlichen Sorgen für morgen aufkommen lassen. Diese überlassen wir dem Himmelsvater. Aber wohl beachtet, Jesus lässt uns nur um das notwendige Brot bitten, nicht um Leckerbissen, nicht um den Modemantel, nicht um die Luxuswohnung. Noch inniger bitten wir dich, o Vater, um das tägliche Seelenbrot, um Gnade, Licht und Kraft für unseren heutigen Himmelsweg. Vater, gib mir oft und würdig deine wahres Himmelsbrot, das Gottesbrot, das meinen inneren Menschen nährt, der nach Gott geformt werden soll. Sechstens. Und vergib uns unseren Schulden. Und vergib uns unsere Schulden, wenn wir auch reingewaschen sind von der Erbschuld durch das Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geiste, so fällt doch bei unseren alltäglichen Handeln und Wandel Staub auf unsere Füße, der entfernt werden muss. Keiner gebe sich eitler Selbsttäuschung hin, als sei er ganz ohne Schuld. Sogar der Lieblingsjünger mahnt, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, so täuschen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Bekennen wir aber unsere Sünden, so ist er getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Machen wir also die Bitte, vergib uns unsere Schulden zu unserem täglichen Mea Culpa. Vergessen wir aber dabei nicht, dass auch wir unseren Schuldigern ihre kleinen Denaren Schulden von Herzen verzeihen müssen, wenn der Himmelsvater uns unsere zuweilen schweren Talentschulden zuweilen schweren Talent Tausender nachlassen soll. Siebtens. Und führe uns nicht in Versuchung. Lass uns in keine Versuchung, in keine Schwierigkeit geraten, in der wir fallen würden. Führe uns durch deinen Engel sicher auf all unseren Wegen, durch alle Minenfelder des Bösen, an allen dunklen Abgründen vorbei. Niemand halte für uns sich für absolut sicher, sondern bitte in Demut um den himmlischen Schutz. Achtens. Sondern erlöse uns von dem Übel, von allem Übel des Leibes und der Seele, von allem Unglück für Zeit und Ewigkeit. Insofern das personifizierte Übel und Böse der Teufel ist, möge uns Gott gerade auch von seinen Schlichen und Schlingen erlösen, befreien und bewahren. Erlöse uns, o Himmelsvater, endlich vom Übel dieses Erdenlebens und führe uns heim zu dir ins himmlische Vaterhaus, wo es kein Übel, keine Trauer, noch Schmerz, noch Klage geben wird, sondern ewiges Leben und unaussprechliche Seligkeit bei euch, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Advenia regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum.
et nero induca in tentazione, sed libera nos a malo. Vieni, vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sì nel tuo nome, nihil est in homine, nihil est in nox. Vieni, Santo.